Inkonkuburi. Es waren einmal zwei Brüder. Der jüngere hieß Seram Mani Rai. Seram Mani Rai befahl seinem älteren Bruder: Schlage Pandanusblätter ab, ich will ein Segel machen. Da sagte der Ältere: Ich schlage die Blätter ab. Wenn du das Segel fertigst und zu Inkonkuburi in Sorrentiveri segelst, heirate sie, damit ich endlich eine Schwägerin bekomme. Ha, schneide nun die Blätter. Vielleicht heirate ich sie, vielleicht auch nicht, sagte da Seram Mani Rai. Dann hisste er die Segel, um die Frau, die sein älterer Bruder im Sinn hatte, in Sorrentiveri abzuholen. Als er dort ankam, fragten die Leute von Sorrentiveri: Wo willst du hin? Er antwortete: Ich will Inkonkuburi abholen. Inkonkuburi pflegte in einer Tritonmuschel zu schlafen. Und als er diese Muschel aufnahm, war da eine Frau, die sagte: Ich bin Inkonkuburi, das ist eine gewöhnliche Muschel. Da warf Seram Mani Rai diese Muschel in sein Boot und nahm die Betrügerin zur Frau. Die Frau hieß Indovaverik. Er brachte Indovaverik, die er geheiratet hatte, zusammen mit der Tritonmuschel, in den Inkonkuburi wohnte, zurück zu sich nach Hause. Die Leute von Seram Mani Rai wollten ein neues Feld roden, und als sie das Haus verlassen hatten, kam Inkonkuburi heraus, um zu essen und zu baden. Ihr Haar war wie Gold und so lang wie das einer verheirateten Frau. Der Wind begann sanft zu wehen. Sie liebte den Wind und sprach: Wind, der du auch im Land meiner Eltern wehst, sie wissen nichts davon. Sie glauben, dass ich hierher gegangen bin und geheiratet habe. Aber es ist nicht so. Ich bin nur hier und ich habe nicht geheiratet. Der ältere Bruder, der gerade nicht laufen konnte und nicht mit zum Roden gegangen war, war am Haus geblieben. Als er jemanden sprechen hörte, stand er auf und bemerkte Inkonkuburi. Wie er die Frau sah, sagte er: Das ist eine freie Frau. Seram Mani Rai hat Indovaverik geheiratet, aber das ist Inkonkuburi. Der Bruder zog sich wieder zurück, und Inkonkuburi begab sich wieder in ihre Muschel. Als Seram Mani Rai und seine Leute wieder aus dem Wald kamen, rief sein älterer Bruder ihm zu: Bring mir Tabak, ich will mit dir rauchen. Seram Mani Rai sagte: Was ist denn, Bruder? Warum rufst du mich? Indovaverik hatte aber schon verstanden: Dieser Bruder will ihm von Inkonkuburi erzählen. Als Inkonkuburi gebadet hatte, hatte sie auch ihr Haar gekämmt. Dabei war eine Strähne heruntergefallen, und nachdem sie sich wieder in ihre Muschel zurückgezogen hatte, hatte der Ältere dieses Haar aufgehoben. Er zeigte es jetzt Seram Mani Rai und sagte: Das ist ein Haar von Inkonkuburi. Die wahre Inkonkuburi lebt in der Muschel. Du hast Indovaverik geheiratet, die dich betrogen hat. Da sagte Seram Mani Rai: Gut, warte nur. Morgen werde ich so tun, als ginge ich in den Wald. Dann werde ich zurückkehren und mich unter den Bootsplanen verstecken, damit ich sie sehen kann, wenn sie herauskommen sollte. Er versteckte sich bis zum späten Vormittag, redete nichts und saß schweigend da. Am Spätvormittag kam Inkonkuburi heraus, aß, badete, ging um das Haus und sprach: Wind, der du auch im Land meiner Eltern wehst, so wie es sie es am Vortag gesagt hatte. Da erhob sich Seram Mani Rai, ergriff Inkonkuburis Hand und sagte: Warum versteckst du dich in der Muschel? Die Frau antwortete: Warum hast du mich geholt und dann aber Indovaverik geheiratet? Seram Mani Rai erwiderte: Das ist vorbei.
Ich will sie nicht mehr. Ich will nur dich heiraten. Am Nachmittag kehrte Seramani Rais Leute aus dem Wald zurück. Sie erblickten Inkon Kuburi und Seramani Rais älteren Bruder, der freute sich sehr und sagte: Das ist meine wahre Schwägerin. Er umarmte und küsste sie, schenkte ihr Ohrschmuck, Muschelreifen und Silberringe, und Indovavirak wurde verjagt.